hab's geschafft. Die Scheidung ist durch. Silke, es ist vorbei. Gratuliere. Wie kann man 2 Jahre um jemanden trauern, den man gerade mal 6 Wochen gekannt hat? Das geht einfach nicht. Wenn man den Richtigen trifft, den einen unter 100.000, dann ist es egal, wie lange man ihn gekannt hat. Bei Männern ist eins gewiss, es gibt immer einen Besseren als den, den du gerade hast. Das stimmt nicht. Nur doch. Hermann war der Mann, von dem ich immer geträumt habe. Der Traummann. Hätte ich ihn mir ja mal vorstellen können. Du warst ja damals hauptsächlich damit beschäftigt, die perfekte Ehefrau eines erfolgreichen Mannes zu sein. Danke, ich kenne meine Fehler. So ungerecht. Warum musst du ausgerechnet sein Boot kentern? Mausi. Dass er irgendwo auf dem Meeresboden liegt mit Fischkot und Quallenresten und Tiefseeentmoränen. Also, Silke, so geht das nicht weiter. Du musst raus hier, weg. Irgendwohin andere Leute treffen. Ich muss keine anderen Leute treffen. Du, weißt du was? Ich habe mir zur Scheidung Skifahren und Wellness in den Bergen geschenkt. Komm. Entschuldigung. Du fährst einfach mit. Ich kann nicht. Der Laden. Also nein. Vorletztes Jahr, als dein Hermann mit dir in Bali ein Hotel aufmachen wollte, warst du fest entschlossen, den Laden dicht zu machen. Und jetzt geht's nur um ein paar Tage. Jochen? Ja? Hatten wir nicht was vereinbart? Was? Dass du ab deinem 17. Geburtstag deine Wäsche selber wäschst, um ein moderner, selbstständiger Mann zu werden. Ja, aber könnten wir das nicht auf meinen 18. Geburtstag verschieben? Ach. Nein. Ich wusste nicht, welchen du. Da hab ich beide. Markus, das sind nicht für die Reise. Da sind doch die Gästedecken drin. Oh. Ich hab mich schon gewundert, warum die so schwer sind. Kann ich euch wirklich alleine lassen? Mama. Natürlich kannst du das. Bist du sicher? Absolut sicher. Du, habt ihr was auf dem Herd? Ja, ich hab mir Tee was aufgesetzt. Wann, Markus? Oh! Jetzt beeil dich doch, Mensch. Ja, ja, was passiert? Ich hab bestimmt irgendwas vergessen. Quando canta, quando canta, quando canta Angelo, il ritmo della musica da tirata a Rimini accende già l'amor. Canta Angelo. Ich glaube, ich habe vergessen, die Alarmanlage anzustellen. Hast du nicht. Hör endlich auf, an deinen Laden zu denken. Ne? Denkst du denn nicht an deine Jungs? Wir sind total selbstständig. Das ist die brillante genetische Mischung zwischen bayerischer Vater, französischer Mutter. Du, jetzt entspann dich. Wir amüsieren uns. Ne? Lernen schöne Männer kennen, genießen das Leben. Ja, ich habe keine Lust, mich zu verlieben. Auf Kommando schon gar nicht. Wir reden von Verlieben. Die nächsten 2 Wochen geht's um Spaß haben. Kühe habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Um 9 ist die Wäsche fertig, ja? Ja, danke schön. Entschuldigen Bitte. Sie, können Sie nicht noch einmal nachschauen, ob die Dame nicht doch eingecheckt hat? Herr Professor, auch wenn ich noch mal nachsehe, es wird sich nichts ändern. Aber wir waren doch hier für einen gemeinsamen Urlaub verabredet. Es tut mir leid. Ja, vielleicht kommt sie ja noch.
Ich nehme mir den Skilehrer. Machst du von mir auch ein Foto? Ja. Nur drauf drücken. Super. Das passiert mir immer. Völlig unscharf. Skiklamotten, da probieren wir jetzt was an. Komm. Nein, bitte. Oh nee, ich setz mich lieber da ins Café. Wenn du meinst. Im Bus. Er ist an mir vorbeigefahren. Wer? Hermann. Unsinn. Es ist ganz normal, dass Frauen, die ihre große Liebe verloren haben, sie noch lange in anderen Männern suchen. Ich suche nichts. Ich bin doch nicht bescheuert. Das ist nicht bescheuert, das ist normal. Komm, sing du. Nee, ich will nicht. Aber die da hinten vielleicht. Da, da, da. Darf ich Ritmo de la... Arrimini, accende già l'amore. Canta, canta, Angelo, e le ragazze ballano. Hi. Lust auf Tanzen? Nein, danke. Auch nicht auf Konversation. Ma ritorna e lui è sempre là. Quando canta, quando canta, quando. Silke, so geht das nicht weiter. Ah? Guck mal, tanz wenigstens einmal mit jemandem. Das heißt ja noch nicht, dass du ihn gleich heiraten musst. Wenn es doch Hermann war, nein, der im Bus. Nein, Hermann ist tot. Aber... Nein, bitte. Also, vergiss ihn. Ha? Und du fängst endlich wieder an zu leben. Und so wirst du völlig hysterisch. Ich bin nicht hysterisch. Sitz ja nicht so mit Leichenbittern mir noch rum. Ich bin eben nicht so wie du. Ich hüpfe nicht mit jedem fröhlich ins Bett, nur weil mein Mann mich wegen einer Jüngeren verlassen hat. Ja, aber das ist natürlich nur, weil du keine Ahnung von Spaß hast und sexuell frustriert bist. Ach so? Und du? Du hast ja nur Angst davor, alleine alt zu werden. Warte, das ist aber schön. Schade. Ja, wenn du nicht kommen willst, dann... ich weiß, ja, eine Woche mit mir, das ist schwer auszuhalten. Nein, nein, ich bin nicht böse, nein. Ich habe eine Menge Spaß hier. Hier steppt der Bär. Ja, ich bin gleich bei der Karaoke dran. Mach's gut, Beate. Gestern nicht so gemeint. Ich habe auch ein bisschen überreagiert. Wer weiß, vielleicht hast du ja recht. Nein, du hast recht. Ich muss Hermann endlich loslassen. Weißt du, ich will nur, dass du wieder lernst, dich zu amüsieren. Ich will meine alte Silke zurück. Ich will jetzt ein. Da ist es. Da. Ist da. Hermann. Der da draußen? Ja. Sicher? Okay.
Und klären wir das jetzt. Komm. Zu spät. Es ist nie zu spät. Komm. Aber komm. Und, Estes? Bist du sicher? Ich bin sicher. Glaube ich jedenfalls. Wieso? Naja, er sieht aus wie Hermann, nur dass er nicht hinkt und dass er keine Brille hat und keinen Bart. Noch was? Er wirkt irgendwie kleiner. Okay, dann komm. Wie? Wir reden mit ihm. Ach so? Na, niemals. So, ich habe keine Lust, dass du den ganzen Urlaub wie ein aufgescheuchtes Huhn durch Gastein läufst. Wir erledigen das jetzt. Komm. Kann ich was für Sie tun? Guten Tag. Wer ist der Mann, der gerade das Hotel betreten hat? Es ist nicht Stil unseres Hauses, Auskunft über unsere Gäste zu erteilen. Ach, na bitte, sparen Sie sich Ihren geschmirgelten Quark. Ich gebe Ihnen einen 100er. Ein 50er. Und Sie sagen mir einfach, wer der Mann ist. Ich will nicht unhöflich sein, aber an dieser Stelle bitte ich Sie, unser Hotel zu verlassen. Zumal in unserer Lobby ein Dresscode herrscht, dem Sie nicht unbedingt entsprechen. Hören Sie mal, so lassen Sie mich nicht beleidigen. Komm. Wir sind in einem Kurort, in einer Demokratie. Du hast ja viel schlimmer. Komm, wir gehen jetzt. Hast recht. Der versteht uns nicht. Mein Gott, war das peinlich. Dresscode, dem Sie nicht entsprechen. So ein aufgeblasener Giftzwerg. Weißt du, wenn es wirklich Hermann wäre, das macht mir Angst. Wir werden rausfinden, ob der Typ dein Hermann ist. Verlass dich drauf. Hi, Tini. Ich bin jetzt in Gastein. Ja, der Trick mit dem Zimmer hat funktioniert. Nein, nicht in seinem Hotel. Natürlich bin ich sicher. Er ist es. Hundertprozentig. Naja, 70%ig. Aber ich krieg's raus. Ich schwör's. Eigentlich machen wir sowas nicht. Es ist dir noch nicht mal die Anzahlung für die Buchung eingegangen. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Dein Vater hat ja wenigstens anrufen lassen. Okay. Machen wir mal eine Ausnahme. Danke. Markus meldet sich nicht. Wahrscheinlich sitzt dein Sohn am Computer und hat den Kopfhörer auf. Hier, das ist Hermann. Ein bisschen unscharf, vielleicht. Ach doch. Vielleicht bleibt er heute im Hotel oder er ist längst ausgezogen. Komm, lass uns fahren, ja? Wir werden jetzt ausfinden, wer der Typ ist und werden wir die ganze Nacht hier sitzen. Aber was da? Wenn was willst du jetzt machen? Mit ihm reden. Bist du wahnsinnig? Und was, wenn das nicht ist? Dann hat der Spuk ein Ende. Und wenn das ist? Ah, Mist. Du gehst da rein? Ich? Dich kennt er, oder? Nein, da bringen mich keine 10 Pferde rein. Okay. Hey, was machst du? Frage ich ihn. Nein, Barbara, bleib hier! Barbara! Thank you.
Du, Sie sind doch Hermann. Ich? Ja. Nein, ich bin Sebastian. Sebastian Berling. Sind Sie sicher? So sicher man sich seines eigenen Namens sein kann. Aber... Also, wenn Sie mir nicht glauben, bitte. Ich kann Ihnen auch sehr gerne meinen Pass zeigen. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Oder vielleicht doch? Na, da hoffe ich wenigstens, dass Sie an den Mann, dem ich ähnlich sehe, eine positive Erinnerung haben. Die positivste, die man überhaupt nur haben kann. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Hey, ich habe ihn gesucht. Er war plötzlich weg. Der Mann ist nicht Hermann. Wieso weißt du das? Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er hat überhaupt nicht auf mich reagiert. Biomassenkraftwerkanlagen Sebastian Berling. Siehst du? Bin so froh, dass es nicht Hermann ist. Klar. Wenn das gewesen wäre, hätte es bedeutet, dass er mich übers Ohr gehauen hat. Weil er dich loswerden wollte. Nein, ich habe ihm vor der Abreise 30.000 Euro gegeben. Du hast was? Naja, als meine Beteiligung an unserem Hotel. Wo ist das Geld jetzt? Weg. Wieso weg? Das Geld kann doch nicht mit ihm gestorben sein. Bei seinen Sachen war es nicht mehr. Ich nehme an, dass die Polizei auf Bali das Geld eingesteckt hat. Was weiß ich? Man hört doch so viel über Korruption und so. Silke, da ist was faul. Das muss ich nachprüfen. Wieso nachprüfen? Was denn? Wieso denn? Warum? Ich sag doch, es ist nicht Hermann. Warte! Warte! Wissen Sie, ich suche nur einen Brief. Mein Vater verspätet sich um 2 Tage und er hat gesagt, er schickt mir Geld. Oh. Mein Vater hat immer kurzfristig irgendwelche Termine und ich sitze dann immer tagelang alleine in irgendwelchen Hotels rum. Und deine Mutter? Die ist gestorben. Das tut mir leid. Vielleicht solltest du mehr rausgehen, Skifahren. Wie denn? Ich warte doch auf das Geld. Ah ja. Nein, das kann ich nicht. Eine Leihgabe. Du gibst es mir zurück, wenn das Geld da ist. Hm? Danke. Ich lade dich auf den Kohle ein. Hm? Komm. Sieben Sebastian Berlings, aber keiner, der Biomassenkraftwerkanlagen herstellt. Das heißt noch gar nichts. Vielleicht ist er neu. Oder noch nicht im Internet. Glaub mir, das ist nicht Hermann. Deinen Hermann gibt's auch nicht. Bei wem hat er gearbeitet? Wir haben nicht viel über seine Arbeit geredet. Er war Architekt. Er hat mir Bilder von den Häusern gezeigt, die er gebaut hat. Und da stand drauf, dass die von ihm waren. Ja. Hast du seine Familie kennengelernt? Nein. Warst du in seiner Wohnung? Ja, natürlich. Auch nach seinem Tod? Einmal, aber da war sie auch schon aufgelöst. Wahrscheinlich hat seine Familie... Was ist mit diesem Freund von ihm, der dich wegen des Unfalls angerufen hat? Dem habe ich 5.000 Euro für die Suchaktion überwiesen. Wir haben noch ein paar Mal telefoniert und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ach, mein Gott, Silke, das kam dir nicht komisch vor. Ich stand unter Schock. Wieso hast du mir nie etwas davon erzählt? Weil dich außerhalb deiner Familie ja nichts interessiert hat. Das ist nicht wahr. Eine schlechte Freundin, was? Also ein Grund mehr ist, dem Typen heimzuzahlen. Wir holen uns sein Geld wieder. Wissen doch gar nicht, ob es Hermann ist. Aber bald wissen wir es.
Wenn er es ist, dann legen wir diesem Schweinehund das Handwerk. Wie denn? Da fällt mir schon noch was ein. So, Zeit, einen Köder auszuwerfen. Ich hätte gerne eine Karte für das Konzert heute Abend. Es wären dann 10 Euro, bitte. Sofort. Die schön. Bei der Schuhfall, das kann gefährlich werden. Danke. Mein Ex-Mann hätte sich gefreut, wenn ich mir das Genick gebrochen hätte. Was ist denn das für ein Scheusal? Naja, es hätte ihm eine zweistellige Millionenabfindung erspart. Alles okay? Das ist mein Fuß. Ich glaube, ich kann nicht mehr auftreten. Und dabei wollte ich mir gerade eine Karte fürs Konzert heute Abend kaufen. Ja, das kann ich doch für Sie übernehmen. Was würden Sie tun? Ich leide unter einem unverbesserlichen Helfersyndrom. Mein Arzt ist schon ganz verzweifelt. Er weiß nicht, was er dagegen tun soll. Moment. Entschuldigen Sie, könnte ich bitte noch eine Karte für das Mozart-Konzert haben? Dankeschön. Danke auch. Bitte schön. Ach, danke. Wie kann ich Ihnen nur danken? Soll ich Sie nicht lieber zu einem Arzt bringen? Nein, danke. Bis zu meinem Wagen schaffe ich es noch. Gut, aber dann werde ich Sie dahin begleiten. Nicht? Wäre es nicht doch besser, wenn ich Sie fahre? Nein. Also, ich meine, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich kann fahren. Das Auto mag es nicht, wenn es jemand anders fährt. Ja, ja, diese Autos, die haben doch immer ihren eigenen Willen. Ja. Schöner Wagen. Tja, also dann? Dann hoffe ich doch sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, und noch vielen Dank für alles. Ist er noch da? Mensch. Nein. Und? Der Fisch hat angebissen. Was machst du denn hier? Und Sie? Immer noch allein? Wieso nicht? Man sieht sich. Ich verstehe immer noch nicht, wie du das anstellen willst. Oh, ist ganz einfach. Erst tue ich so, als wäre ich unsterblich in ihn verliebt. Und noch bevor der Urlaub vorbei ist, das garantiere ich dir, pumpt er mich an. Für ein Hotel auf Bali oder was weiß ich. Ich stelle ihm meinen Scheck aus, überleg's mir aber dann im letzten Moment anders. Und dann werde ich schon sehen, ob er mir den Scheck zurückgibt oder ob ihm etwas einfällt, damit er das Geld behalten kann. Und dann haben wir ihn. Aber warte doch mal! Und du willst dafür mit ihm schlafen? Nein, natürlich nicht. Ich sage ihm, meine religiöse Einstellung verbietet Sex vor der Ehe. Aber wenn das gar nicht ist? Das ändert meine religiöse Einstellung nicht. Jede Wette, er sitzt heute Abend ganz zufällig neben mir im Konzert und lädt mich danach auf einen Cocktail ein. Der arme Kerl,
immer so alleine. Einsamkeit ist die Grundlage jeden Denkens. Ich als Wissenschaftler könnte meine Aufgaben gar nicht erfüllen, ohne genügend Zeit alleine zu verbringen. Nein, er ist nicht gekommen. Offensichtlich habe ich meine Wirkung überschätzt. Oder wir haben uns geirrt und es ist gar nicht Hermann. Und kein Schwindler, nur ein ganz ehrlicher Tourist, der zufällig wie Hermann aussieht. Wie auch immer, das Konzert ist schrecklich. Ich komme in die Bahn und dann besaufen wir uns. Bestell schon mal Cocktails, ne? Und? Wie gefällt Ihnen das Konzert? Ehrlich oder höflich? Ich sehe schon. Wir sind der gleichen Meinung, obwohl ich ja zu spät gekommen bin. Dabei liebe ich Mozart. Oh, Sie meinen, das war Mozart? Ja, ich glaube schon. Ich schlage vor, wir sparen uns den Rest. Ich habe eine bessere Idee. Den Überblick behalten, damit ich nicht so viel trinke. Noch ein Gin Tonic. Kommt sofort. Besser als zwei. Wo bleibst du? Du wolltest vor 2 Stunden hier sein. Wenn du deine Mailbox abhörst, melde dich sofort, egal wie spät es ist. Wenn es jetzt doch ein Schwindler ist oder ein Frauenmörder, riskier bloß nicht dein Leben, bitte. Dafür nicht. Puh. Sie scheinen ja ein ziemlich aufregendes Leben zu haben. Meins ist eher langweilig. Ich bin Physikprofessor und Naturgesetze trachten einem nicht nach dem Leben. Zumindest nicht so direkt. Rabe, Walter Rabe, darf ich mich zu Ihnen setzen? Haus, also eher eine Villa, 3 Autos, 24 Millionen, also gar nicht so leicht, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie das Geld zu investieren ist. Zum Glück gibt es da ein paar fähige Leute bei meiner Bank. Dann sollte Archimedes den Goldgehalt der Krone des Herrschers Hiro überprüfen. Es durfte natürlich kein Kratzer in die Krone. Was sollte er tun? Er legte die Krone auf eine Waage und auf die andere Schale dasselbe Gewicht in Gold. Dann tauchte er die Waage ins Wasser und die Schale mit dem Gold sank, wodurch klar war, dass das spezifische Gewicht des Goldes höher war als das der angeblich goldenen Krone. Was wiederum bedeutet, dass die Krone eben nicht aus purem Gold war. Genial. Absolut. Dass ein Mann wie Sie alleine reisen muss. Kein Verbrechen, alleine zu sein. Natürlich nicht. Der Grund, warum ich allein bin, ich neige dazu, Katastrophen anzuziehen. Was für Katastrophen? Ja, wie soll ich das erklären? Sowas zum Beispiel, es tut mir furchtbar leid, es war wirklich keine Absicht. Es tut mir furchtbar leid, sowas, das passiert mir garantiert, wenn ich mich in eine Frau verliebe. Nicht, dass Sie glauben, dass, ich meine, nicht, dass ich meine, es ist sowieso Zeit, dass ich schlafen gehe. Jetzt schon? Morgen ist viel Sport und frische Luft angesagt. Danke für den schönen, wirklich interessanten Abend. Vollidiot. Super gemacht. Und ich frage mich immer, ob ich nicht doch einen Teil meines Geldes in mutige Projekte stecken sollte. Etwas mit hoher Rendite, einem Riesenrisiko. Barbara. Und, ja. Sie sind eine schöne, intelligente, temperamentvolle und höchst amüsante Frau. Nur, warum müssen Sie ständig über Geld reden? Ich meine, wir sind doch hier, um Spaß zu haben, oder? Klar, ja. Aber ich will. Ich rufe dich an.
Moment! Entschuldige, kann ich irgendwas für dich tun? Du bist mein Vater. Was? Ich bin deine Tochter. Stopp. Ja, also, irgendwas läuft ja völlig krumm. Gestern, da kommt eine wildfremde Frau und behauptet, ich wäre ihr Hermann. Und heute kommst du und behauptest, ich wäre dein Vater. Sag mal, ist das hier versteckte Kamera oder was? Aber ich weiß doch genau das. Wenn du meine Tochter wärst, dann wüsste ich das. Ansonsten bin ich jetzt sehr, sehr müde und möchte endlich schlafen. Gute Nacht. Sagt, er ruft mich an. Es war vor 36 Stunden. Aber dass er sich nicht meldet, ist doch ein Zeichen dafür, dass er kein Schwindler ist. Wieso? Das ist ein Zeichen für nichts. Ich meine, auch wenn er kein Schwindler ist, kann er sich doch melden. Was hat er gegen mich? Hat mich geküsst. Wieso? Er hat dich geküsst? Ich rufe ihn an. Er hat dich wirklich geküsst? Benzig? Ich hätte gerne Herrn Berning gesprochen. Nur so oder mit Zunge? Sebastian, ja. Barbara. Ja. Nein, um Gottes Willen. Ich hatte zwei schöne Nächte. Nach einem schönen Abend. Hast du heute schon was vor? Nein, ich hol dich ab. Was wir unternehmen, das überlass mir. Bis gleich. So, dir werde ich zeigen. Du wolltest nichts mit ihm anfangen. Ich fange auch nicht mit ihm an. Das hört sich aber nicht so an. Du willst doch dein Geld wieder, oder? Aber es ist doch nicht Hermann. Wenn du so fest davon überzeugt bist, warum stört es dich dann, wenn mich küsst? 16:03, 17:03. Hallo. Hast du was von deinem Vater gehört? Ja, sein Termin dauert länger. Er kommt erst morgen. Vielleicht. Du hast doch bestimmt seine Handynummer. Ja. Dann gib die mir doch mal. Die Handynummer von meinem Vater, die ist geheim. Die kann nicht jeder haben. Wenn du mir die Nummer nicht geben willst, dann können wir gerne mal gemeinsam zur Polizei gehen. Nee, das ist kein Problem. Ich habe die Nummer oben. Ich hole sie schnell. Okay. Großartig! Dann können wir doch auch schneller, oder? Ja, klar! Oh. Entschuldigung. Hey! Oh. Passen Sie doch auf! Nutzi fix! Entschuldigung. Hallo. Hallo. Cappuccino? Sehr gerne. Oh. Oh. Sie müssen mich ja für einen vollkommenen Idioten halten. Zumindest wird's einem Kind nicht langweilig. Ich zieh das Pech an wie ein Magnet. Für Pech können Sie ja nichts. Warum flüstern wir? Keine Ahnung. Und wegen gestern... Es war doch ein sehr schöner Abend. Es hat Ihnen gefallen? Ja, wirklich. Ja, das denn, dann hätten Sie vielleicht Lust, mit mir eine Kutschenfahrt zu machen. Nicht, dass Sie denken, ich will. Aber ich habe sie gemietet und für einen allein ist so eine große Kutsche doch sehr groß. Das wäre die reine Verschwendung. Ja. Aber wenn Sie nicht wollen, dann. Doch, ich will. Scheiße!
Na, das war wohl ein bisschen zu schnell für dich, oder? Was? Das hab ich doch nur zum Spaß gemacht, sonst ist es doch langweilig. Aha, langweilig. Ah, sich von so ein paar Hunden im Schlitten ziehen zu lassen. Wenn du es aufregender haben willst, habe ich noch eine Idee. Schön, dass Sie wieder ein Gast sind. Josef, bitte alles auf 5, 12, ja? Und wenn du die Vorhänge aufmachst, fürs Panorama. Mein Akku ist schon wieder mal an der... Es tut mir wahnsinnig leid. Ich kann mir einfach nicht erklären, warum sowas immer mir passiert. Es ist ja uns beiden passiert und diesmal können Sie ja wirklich nichts dafür. Der Bauer hat ja gesagt, dass er mit dem Ersatzpferd gleich wieder da ist. Wissen Sie was? Ich glaube, wir gehen einfach mal los. Hm? Vielleicht kommt er uns ja entgegen. Also, aber wissen Sie denn, wo wir lang gehen müssen? Ja, einfach immer den Spuren nach. Ups. Damit? Ja. Darauf? Ja. Oder hast du Angst? Angst? Ich nehm. Dann los. Aufregend genug. Du musst sagen, wenn wir aufhören sollen. So, macht doch Spaß. Nein! Da drüben ein bisschen. Und wo sind jetzt die Spuren? Irgendwie glaube ich, wir hätten die Abkürzung nicht nehmen sollen. Aber keine Sorge, ich habe da eine sehr beeindruckende Abhandlung über Überlebensstrategien gelesen. Ach und? Das Entscheidende ist, dass man die richtige Ausrüstung dabei hat. Ja. Für alle Krisen gerüstet sein. Oh je. Also. Kuscheliges Plätzchen am Kamin. Getrennte Decken. Nicht, dass Sie meinen, ich würde denken, der... Schon gut. Würde ich überhaupt nicht mal an sowas denken. Es ist schon gut. Schauen wir uns die Hütte erst mal an. Ja. Es ist offen. Nach Kamin sieht das aber nicht aus. Dafür sind wir geschützt. Vor Wölfen. Wölfe? Ja. Weiß man? Na, was macht das Knie? Welches Knie? Ich habe seit langem keinen so schönen Tag gehabt. Und ich hatte schon viele schöne Tage. Seit langem keine so wunderbare Frau kennengelernt. Ich habe schon viele wunderbare Frauen kennengelernt. Kannst du nicht einmal auf einen Kotter verzichten? Hat dir das gefallen? No. Dann hat Galileo den Fehler begangen, sich über einen Lieblingsgedanken des Papstes lustig zu machen. Dass man niemals eine Theorie über die durch sie vorhersehbaren Effekte nachweisen kann. Weil Gott ja in der Lage wäre, diese Effekte auch auf ganz andere Weise zu erzeugen. Das hat dem Papst nicht besonders gefallen und er hat Galileo
Herr Berling hat uns gar nicht mitgeteilt, dass seine Tochter kommt. Das ist typisch Papa. Der hat mich bestimmt schon wieder vergessen. Mama wird total sauer, wenn ich ihr das erzähle. Und ich muss jetzt wahrscheinlich auf der Straße übernachten. Na, das wollen wir auch nicht. Dann geben wir dir lieber seinen Zimmerschlüssel. Du erzählst der Mama aber nichts. Okay. Die ist nämlich immer super sauer auf Papa. Und sie verraten Papa auch nichts. Dann ist er wenigstens ein bisschen überrascht. Da bin ich sicher. So, wollen wir vielleicht noch einen Absacker in der Hotelbar trinken? Ja, warum nicht? Oder wir köpfen die Flasche Champagner, die ich noch oben habe. Du, ich glaube, dass es nicht so eine gute Idee wäre. Entschuldige mich bitte, bin gleich wieder da. Ja? Ich wollte Ihnen nur kurz sagen, dass Ihre Tochter auf Ihrem Zimmer wartet. Meine Tochter? Ja, ich wusste nicht. Ach so, natürlich, ja. Meine Tochter, ja. Die hatte ich ja völlig vergessen. Das hat sie mir auch gesagt. Danke. Weißt du, das mit dem Champagner? Versteh mich bitte. Würdest du etwas ausmachen, wenn wir das Ganze auf morgen verschieben? Okay. Du bist doch jetzt nicht sauer, oder? Natürlich nicht. Ich rufe dich auch gleich nach dem Aufwachen an. Okay. Gute Nacht. Okay, mach auf. Ich weiß, dass du da drin bist und ich weiß, dass du über rum erzählst, ich wäre dein Vater. Hallo, Pops. Ich bin nicht dein Vater. Wie oft soll ich das noch sagen? Wie kommst du überhaupt auf mich, hm? Mein Vater ist vor meiner Geburt in Erdbeben 93 in Indien ums Leben gekommen. Das hat zumindest meine Mutter erzählt. Siehst du, er ist tot und ich lebe noch, also ist es schon mal unmöglich. Vor 2 Monaten habe ich zu Hause in München ein Schulpraktikum gemacht. In dem Reisebüro, wo du hier das Hotel gebucht hast. Ich hab dich gesehen und du siehst aus wie mein Vater. Na ja, sehr entfernt. Jedenfalls habe ich mich nicht getraut, dich anzusprechen. Aber als ich dann wieder im Heim war, dann... Du lebst im Heim? Mama ist letztes Jahr gestorben. Hast du denn keinen Stiefvater? Mama hat dich so sehr geliebt, dass sie... Sie kann mich nicht geliebt haben, ich kenne sie ja überhaupt nicht. Jedenfalls hat sie sich nach dem Tod meines Vaters nie wieder auf einen anderen Mann richtig einlassen können. Sag mal, wie heißt du eigentlich, hm? Julia. Weißt du, Julia, du kannst Ereignisse nicht ungeschehen machen, indem du dir einbildest, jemand anderes wäre dein Vater. Dein Vater ist tot. Und überhaupt, was hättest du denn von mir erwartet, hm? Weißt du, wie es ist, in einem Scheißheim zu leben? Als ich dich gesehen habe, dachte ich, du könntest mich da rausholen. Aber ich kann dir nicht helfen, ich bin nicht dein Vater. Weißt du, an eine Frau wie deine Mutter würde ich mich erinnern. Hundertprozentig. Wo gehst du denn jetzt hin? Ich übernachte dann halt am Bahnhof, bis morgen der Zug fährt. Also gut, für diese eine Nacht zahle ich dir ein Zimmer hier im Hotel, aber nicht, weil ich dein Vater bin, ist das klar? Und morgen fährst du zurück nach München, versprochen? Versprochen. Es tut mir wahnsinnig leid, Es muss passiert sein, als ich das Licht ausgemacht habe. Ich weiß einfach nicht, wie das... Ja, es ist ja schon gut. Wir sind ja jetzt wieder zu Hause. Wollen wir zusammen frühstücken? Ich brauche ein bisschen Erholung. Verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Hast du einen Unfall? Oh, ich habe den Katastrophenmann des Jahrhunderts kennengelernt. Und... Wie war's bei dir? Du, ich glaube, er ist verheiratet. Wer? Mein Katastrophenmann? Nein, Sebastian. Hermann? Wer sagt uns, dass er Hermann ist? Du wolltest es rausfinden. Das tue ich auch.
Also wenn er ein Schwindler ist, dann ist er entweder ein ganz schlechter oder genial. Und wie kommst du darauf, dass er verheiratet ist? Weil gestern wollten wir auf sein Zimmer. Du wolltest auf sein Zimmer? Nein, er wollte. Ich auf sein. Du wolltest mit ihm schlafen? Nein, das war du ganz hast dich verliebt in meinen Hermann. Das ist Unsinn. Ich habe mich nicht verliebt in deinen Hermann. Wer sagt denn, dass es dein Hermann ist? Hallo, Hensig. Ah, hallo, Sebastian. Nein? Danke. Ich nicht, doch auch. Also, jetzt Skifahren? In einer halben Stunde. Also, ich habe keinen Turnski. Die kann man doch ausleihen, oder? Ja, das schaffe ich. Heb dir deine Witze für nachher auf, falls du dann noch kannst. Was? Du, ich muss los hier. Wir reden heute Abend. Si piazzata in capo sto sombrero. Dice che si spagnolo e non mio vero. Che nacca in da sacca va a ballare. Mescolando colere in tazza. Amen. Silke? Ich dachte, Sie wollten sie. Ja, ich habe ein Auto. Eine Spazierfahrt. Gleich. Ich dachte, Sie wollten sich erholen? Nein, ich komme sofort. Okay. Morgen. Barbara. So, wollen wir gehen? Es tut mir leid, aber ist was dazwischen gekommen. Ach so, deine Frau? Meine Frau? Nein, ich bin nicht verheiratet. Aber gestern Abend ist sie ja auf dem Zimmer. Gestern, ja. Gestern, da war ein Kind auf meinem Zimmer, was sich eingebildet hat, ich wäre ihr Vater. Ein Kind? Keine Sorge, ich bin's nicht. Und dann heute, nachdem wir beide miteinander telefoniert haben, da habe ich einen Anruf von meiner Firma bekommen. Ist was passiert? Ich möchte ehrlich gesagt nicht drüber reden. Entschuldigung, ne Frau. Herr Berling, ein Anruf, Wiesbaden und Beko Bank. Dankeschön. Also Barbara, wenn du nicht warten möchtest, kein Problem, ja? Lass dir die Zeit, die du brauchst. Ich warte. Danke. Dass ich den Feldstecher dabei hatte. Ja. Darf ich wissen, was wir hier machen? Meine Freundin Barbara ist dabei, einen großen Fehler zu machen. Und davor muss ich sie schützen. Indem wir sie bespitzeln? Barbara hat hier einen Mann kennengelernt und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Schwindler ist, der es auf ihr Geld abgesehen hat. Wie kommen Sie denn da drauf? Wollen wir uns nicht duzen? Immerhin haben wir schon eine Nacht zwischen landwirtschaftlichen Geräten zusammen verbracht. Silke! Walter! War nicht so schlimm? Nein, alles in Ordnung. Noch Lust auf eine Skiwanderung? Klar, solange es nicht in einen sportlichen Wettkampf ausartet. Freundin beschützen willst. Warum redest du nicht einfach mit ihr? Ich habe es ja versucht. Sie hört nicht auf mich. Der Mann macht doch eigentlich einen guten Eindruck. Das ist ja das Problem. Genau damit bringt er die Frauen dazu, ihm zu trauen. Sie öffnen erst ihr Herz und dann ihren Geldbeutel. Du scheinst dich da ja auszukennen. Du? Ich habe halt viel darüber gelesen. Hast du das gehört? Was? Nicht, glaube ich. Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist? Einer von unseren Kunden zahlt nicht.
Wir haben ihm eine Biomassenkraftwerkanlage gebaut, ein Riesenprojekt. Jetzt kriegen die Banken natürlich Panik und wollen unsere Kredite kündigen. Dabei geht's gerade mal um eine Liquiditätslücke von 100.000. Siehst du, jetzt pumpt er sie um Geld an, ich wusste. Sebastian? Möchtest du, dass ich dir Geld leihe? Wie kommst du da drauf, hä? Ich hab dir doch nur erzählt, was los ist. Ich will dein Geld nicht. Was denkst du eigentlich? Meinst du, alle Männer sind zu kaufen? Nein. Ein für alle Mal, ich brauche dein Geld nicht. Ich bin es gewohnt, in meinen Krisen alleine fertig zu werden. Also doch kein Schwindler. Aber er sieht aus wie er. Wie? Wie er? Wie ein Schwindler. Oh, Entschuldigung. Wichtig, mein Sohn. Warte am Eingang, ja? Ja. Hallo, Markus? Ist was passiert? Hattest du einen Unfall? Nein, Mama. Geht's dir gut? Also, ist das Haus abgebrannt? Der Keller überschwemmt? Nein, ich wollte dir nur sagen, dass Papa wieder heiratet. Mama? Nicht traurig sein. Nein. Wie kommst du denn darauf, dass ich traurig bin? Ich bin glücklich für ihn. Also, da wartet jemand auf mich. Wir reden morgen, okay? Okay. Alles in Ordnung? Alles bestens. Ja. So, jetzt wird getanzt, dass sich die Balken biegen. Und dann bringen wir einmal die Cocktailkarte rauf und runter. Doch, dass sie hierher gehen. Wenn wir tanzen, dann kannst du sie besser sehen. Du kannst tanzen? Wir könnten es ja versuchen. Hui. Sagst du es mir? Was? Was dich bedrückt? Mich bedrückt nichts. Jetzt komm. Mein Mann. So. Mein Ex-Mann heiratet. Nein, das tust du nie. Ich weiß ganz genau, was du fühlst. Es ist so, als schließt jemand eine Tür für immer. Das macht uns traurig. Komm, lass uns gehen, ja? Wer hätte gedacht, dass solche Fähigkeiten in dir stecken? Ich bin eben nicht nur ein Trottel. Sind weg. Mist, komm. Ich muss morgen abreisen. Nein. Ich kann nicht hierbleiben, solange die Firma Probleme hat. Verstehe, aber ich kann nicht einfach zuschauen, wie du in Schwierigkeiten steckst. Irgendwie muss ich dir doch helfen können, oder? Du hast mir doch schon geholfen. Indem es ja einfach schön war. Mit dir. Sind sie nicht? Der Schlüssel hängt noch.
Glaubst du nicht, dass deine Freundin alt genug ist, um für sich selbst zu entscheiden? Da. Wo die so lange waren. Vermutlich spazieren. Das tun Verliebte nun mal so. Die dürfen sich nicht verlieben. Nein. Was ist hier eigentlich los? Was meinst du? Es geht gar nicht um deine Freundin, es geht um dich. Hast du irgendwelche Absichten ihn betreffend? Nein. Dann sag mir jetzt bitte, was hier eigentlich los ist. Der Mann da, das war Hermann. Ist ein Freund von mir, der eigentlich vor 2 Jahren tödlich verunglückt ist. Ein Freund oder? Wir wollten heiraten. Du liebst ihn noch immer? Nein. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich ziehe den ganzen Tag mit dir herum, damit du deinen Ex-Lover bespitzeln kannst. Nein, Walter. Wenn ich das gewusst hätte, dann ich wär nicht mitgekommen. Glaubst du, ich habe keine Gefühle? Doch. Es ist total beschissen, wenn man merkt, dass man benutzt wird. Schlafen. Es ist nicht Hermann. Glaub mir. Ach, plötzlich. Er ist nicht Hermann, weil du nicht willst, dass er es ist. Nein. Er hatte jede Möglichkeit, mir Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich hab's ihm gerade so aufgedrängt. Er wollte nicht. Das ist seine Masche. Er fährt heute ohne Geld. Sebastian ist kein Schwindler. Er ist einfach ein wundervoller, sensibler Mensch. Genau wie Hermann. Was meinst du denn, warum ich auf ihn reingefallen bin? Ich bin nicht du. Was soll das denn heißen? Wenn du dich in einen Mann verliebst, dann gibst du dich sofort mit Haut und Haaren hin. Ach, und du nicht. Was war das denn mit deinen 20 Jahren Ehe? Es ist vorbei. Und außerdem bin ich kein Naivchen wie du. Ich bin ein Naivchen? Bei dir ist es ja noch viel schlimmer, weil du dich selbst belügst. Ah, jetzt kommt die Tiefenpsychologie. Du bist so selbstgefällig. Und du gehst mir auf den Geist. Immer die arme und schuldige Silke, die immer so viel leiden muss. Und alle anderen sind schuld. Mach doch endlich auf, Mensch. Wenn ich dir so sehr auf den Geist gehe, da kann ich dir helfen. Silke. Na, hast du wieder einen rumgekriegt? Was fällt dir ein? Du hast mir versprochen, dass du abreist. Komisch. Wie kommt der Ausweis von meinem Vater? Bei dir im Koffer. Okay, das beweist, dass ich was mit deiner Mutter hatte, aber noch lange nicht, dass ich dein Vater bin. Meine Mutter hatte noch jahrelang nach deinem Tod keinen anderen Mann mehr. So sehr hat sie dich geliebt. Ist dir eigentlich klar, was du ihr damit angetan hast?
Sag mal, was willst du eigentlich von mir, hä? Dass du endlich zugibst, dass ich deine Tochter bin. Ich kann in meinem Leben keine Tochter gebrauchen. Das kann man sich nicht aussuchen. Das ist nun mal passiert. Du bist mein Vater. Du hast die Pflicht, dich um mich zu kümmern. Selbst wenn ich dein Vater wäre, hä? Was hat das schon zu bedeuten? Nichts. Ich habe dich vor 2 Tagen das erste Mal gesehen. Du bist nichts weiter als ein Betriebsunfall. Ich bin kein Betriebsunfall, sondern verdammt noch mal ein Mensch. Deine Tochter. Aber du bist wohl jemand, der nichts anderes kann, als andere Leute immer in uns Unglück zu stürzen. Berling? Arthur? Wo steckst du? Arthur! Sebastian! Was machst du denn hier? Ich tröste eine Witwe auf Kur. Und da dachte ich, ich schau mal vorbei, wenn wir schon mal im selben Ort arbeiten. Was für eine Klientin hast du? Ihr Verstorbener war im Öl tätig. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Nein, nicht das Öl. Salatöl. Oh. Und du? Ich habe momentan ein Problem. Ein Mädchen. Aha. Ja, nicht, was du denkst. Es ist meine Tochter. Du hast eine Tochter? Ich dachte auch erst, das Ganze ist ein Witz. Um mich zu provozieren, von einer früheren Klientin inszeniert, die mich hier auf der Straße erkannt hat. Regel Nummer 8. Triffst du eine ehemalige Klientin, wechsle die Straßenseite und reise sofort ab. Arthur, ich habe eine Tochter. Du fährst? Ich will nach Hause. Walter, ich bin noch nicht bereit für einen anderen Mann. Das habe ich gemerkt. Silke? Silke! Bitte bleib! Lass uns reden, bitte! Du, ich wollte dich nicht verletzen. Es tut mir leid. Du hast recht, ich war selbstgefällig. Aber ich habe mich wirklich verliebt. So, zum ersten Mal seit 20 Jahren. Ich fühle mich wie ein Schulmädchen. So. Ich wünsche dir viel Spaß. Silke, bitte bleib hier. Geh nicht. Es ist nicht Hermann, glaub mir. Es ist nicht Hermann. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe Schwierigkeiten, sie zu belügen. Ich fange an, aber plötzlich glaube ich mir nicht mehr. Und wenn ich mir selber nicht glaube, dann kann sie mir natürlich auch nicht glauben. Regel Nummer 12. Such dir nur die Unscheinbaren aus, die wollen dir glauben. Ja, das Gefühl, sie hätte mich ausgesucht. Du hast dich aussuchen lassen? Ich konnte nichts dagegen tun. Sie ist so wild, so unberechenbar. Sie hat so eine Leidenschaft. Wenn du ihr Lachen sehen könntest, wir mögen sogar dieselbe Musik nicht. Junge, du hast dich verliebt. Ach, Unsinn. Regel Nummer 1. Investiere nie ein echtes Gefühl. Du bist so erfolgreich, weil du bisher nicht wusstest, was ein echtes Gefühl ist. Arthur, ich will das nicht. Dieser ganze Gefühlsmist, der macht mich verrückt. Ich will die Sache hinter mich bringen. Und was planst du? Die Abreisetrauerroutine. Angekündigte Abreise, kurz vorher treffen, bisschen Sex, Tränen. Und dann der Scheck, mit dem sie ein Wiedersehen erkaufen will. Guter Plan. Wann? Heute. Oh, ich hab schon gedacht, du warst einfach so weggefahren. So einem Tag wie heute hätte mich das nicht gewundert. Ich konnte nicht wegfahren, ohne dich vorher noch mal zu sehen. Vergiss deine Firma. Bleib hier. Wir können auswandern. Ja, das wird mir gefallen. Weg von diesem ganzen Ärger. Seit meiner Jugend habe ich das erste Mal wieder richtiges Herzflattern. Wegen dir.
sagen, guten Tag, München. Über Salzburg Hauptbahnhof werden in Kürze Bahnsteig 1 sein. Liebeskummer? Nein. Ich bin wütend. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Und dann war er weg. Und deine Mutter hat sich nie wieder verliebt? Nein. Die hat's versucht, aber nach ihm kam mir allein in Männer langweilig vor. Und wer kann schon mit einem Toten konkurrieren? Und sie hat nie erfahren, dass er gar nicht tot ist? Nein. Ist das nicht pervers? Er hat sich ein bisschen Geld erschwindelt, in einem halben Jahr ausgegeben. Für Mama hat sich dadurch ihr ganzes Leben geändert. Danke. Wenn man sich streitet, dann ist man sauer auf jemanden. Man hat ihn nicht mehr so gern. Aber wenn niemand stirbt, dann denkt man immer, er war der Beste. Das ist doch gemein, oder? Ich werde nie zulassen, dass ein Mann in meinem Leben so eine Macht hat. Recht hast du. Ich hasse ihn. Barbara? Wem denn noch? Ich muss dir was sagen. Ja? Was denn? Es ist nicht so einfach, weil... Hat's was mit deiner Firma zu tun? In gewisser Weise ja. Wie viel Geld brauchst du? Ich habe gar keine Firma. Ich bin ein Schwindler, der Geschichten erzählt, damit die Frauen ihm ihr Geld geben. Eurocity 112 von Klagenfurt nach Salzburg fährt Bahnsteig 3. Tut mir leid, dass ich diese Folge gequatscht habe, aber ich dachte, weil es ja auch um ihre Freundin geht. Du hast mich gar nicht voll gequatscht. Ganz im Gegenteil. Ich helfe Ihnen beim Einsteigen mit Ihrem Gepäck. Nein, nein. Ich kann noch nicht weg hier. Ich habe noch was zu erledigen. Danke. Du hast mir einen Riesengefallen getan. Du bist auch der Hermann, der auf Bali ertrunken ist. Ach, du kennst Silke? Silke ist meine beste Freundin. Die letzten 2 Jahre hat sie nichts anderes gemacht, als um dich zu trauern. Tut mir leid, ich wollte ihr nicht wehtun, wirklich. Wir hatten eine schöne Zeit und die 30.000, die werde ich ihr... Warum wolltest du mein Geld nicht? Ich... Warum hast du mir nicht einfach das Geld aus der Tasche gezogen, wie allen anderen auch, und dich aus dem Staub gemacht? Du hattest mich so weit. Ich hätte dir das Geld gegeben. Ich weiß es doch selber nicht. Alles ist plötzlich anders und ich habe mich auch noch nie in eine Klientin... Eine Klientin? So nennst du mich. Barbara, ich habe mich in dich verliebt. Ja, und? Jetzt soll ich beeindruckt sein, oder was? Nein. Du hast mich die ganze Zeit verarscht. Du hast dich lustig über mich gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte es, aber es ging ja nicht, weil... Du bist der größte Widerling, der mir je begegnet ist. Barbara, ich weiß es jetzt ganz sicher. Es ist Hermann. Ich weiß. Zimmer 17. Entschuldigung? Gib dir keine Mühe, ich weiß, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, kennen wir uns? Ich habe deine Tochter kennengelernt, Hermann. Oder Sebastian, oder wie immer du heißt. Ja. Barbara hätte es dir wohl sowieso gesagt. Hm? Du hast ganz schön viele Leben negativ beeinflusst.
2 Jahre lang fast jeden Tag geheult um dich. Ich wollte das nicht, wirklich. Ich wollte niemandem wehtun. Mir ging es nur um das Geld. Das ist ja noch schlimmer. Ich hab gedacht, wenn ich tot bin, dann fühlen sich die Frauen wenigstens nicht betrogen von mir. Dachtest du? Weißt du, wie grauenvoll das ist, so plötzlich das zu verlieren, was man am meisten liebt? Du weißt wahrscheinlich gar nicht, was das ist, jemanden lieben. Na, inzwischen schon. Inzwischen schon. Darf ich mal was mit dir machen? Klar. Für den Betrug. Es tut mir leid. Und für das Geld. Ich zahl's dir zurück, wirklich. Das hoffe ich. Oh. Und wofür war die? Keine Ahnung, aber es fängt an, mir Spaß zu machen. Und jetzt, wo du noch lebst, muss ich ja auch niemandem mehr nachtrauern. Was für überraschende Talente schlummern denn noch in dir? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich bin kein Spielzeug, das man in den Schrank legt und wieder herausholt, wenn man Lust darauf hat. Wir könnten ja noch mal bei Null anfangen. Nein. Endgültig nein. Die einen ständig in Gefahren stürzt. Oh, Entschuldigung. Danke. Wofür? Na, dass du mich hierher gezwungen hast. Für mich hätte der Urlaub nicht besser laufen können. Ich freue mich für dich. Soll ich nicht noch bleiben? Nein, nein, nein. Es tut mir ganz gut, mal eine Woche alleine zu sein. Oh, du, ich muss dann... Ja, geh, geh. Wir sehen uns in München. Mich rausgeworfen, die Schlampe, weil sie einen Jüngeren gefunden hat. Und den Mantel, den sie mir geschenkt hat, wollte sie auch zurückhaben. Miststück. Komm, steig ein. Danke. Jedes Mal das Gleiche. Wie, das passiert dir öfters? Zum dritten Mal in letzter Zeit. Ich fange an, unseren Beruf zu hassen. Bitte. Oh, danke. Wenn du jung bist, gehst du zu Hochzeiten und greifst dir die Freundin der Braut ab. Später kriegst du die knackigen Geschiedenen, die das Geld von ihrem Ex verjubeln. Dann kommen die flotten Witwen. Die sind zwar nicht mehr so knackig, aber haben noch mehr Geld zu verjubeln. Und dann kommen die nicht mehr so knackigen Witwen. Und am Schluss... Ja, was ist am Schluss? Am Schluss gehst du nur noch auf Beerdigungen. Beerdigung?
keine teuren Investitionen. Du musst nur noch Todesanzeigen studieren und deinen schwarzen Anzug pflegen. Kann ich dich irgendwo absetzen? München, Nordfriedhof. Ich beneide Angelina. Warum? Wegen Brad. Ich will auch mal für schwarze Kinder adoptieren. Julia! Wer ist denn das? So ein nerviger Typ. Geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Hallo, ich... Bist du bescheuert? Was willst du hier? Ich wollte mit dir reden. Worüber? Also ob ob wir nicht vielleicht doch wie Vater und Tochter zusammenleben können. Tochter? Ich dachte, ich bin nur ein Betriebsunfall. Tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Weißt du, das war nur, wenn man so plötzlich damit konfrontiert wird, Vater zu sein, dann weiß man einfach nicht, was das Richtige ist. Was willst du von mir? Du musst nicht mehr im Heim wohnen. Du kannst zu mir ziehen. Ich habe schon mit dem Jugendamt gesprochen. Was ist denn daran so lustig? Jedes Heim ist besser, als bei so einem Arsch wie dir zu leben. Hey, ich bin dein Vater. Ich mache mir Sorgen um dich. Du wolltest dir vor 15 Jahren Sorgen um meine Mutter machen sollen. Glaubst du, irgendjemand will mit einem Gefühlszombie wie dir was zu tun haben? Kann sich doch ändern, oder? Lass mich in Ruhe. Hey, gib mir doch wesentlich Chance. Ich hau endlich ab! Gottes Willen, was ist denn hier los? Oh, hallo Mama. Hallo. Morgen, Mom. Morgen, es ist 2 Uhr mittags. Also, kann jemand mir erzählen, was hier eigentlich passiert? Gestern waren noch ein paar Kumpels da. Kumpels. Also, es freut mich, wieder zu Hause zu sein. Ich krieg das irgendwie aus der Pfanne nicht mehr raus. Mann, ist das ein Schrott. Markus, such mal einen anderen Sender. Nein, nein. Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Keine Sorge, die Küche räumen wir wieder auf. Wirklich. I'll remove you. Chips, chips. Da. Wechseljahre. Dauert das lang? Hallo, Barbara. Was willst du? Ich wollte dich um etwas bitten. Also nicht für mich. Es geht um meine Tochter. Warum kommst du da zu mir? Weil du der einzige Mensch bist, zu dem ich gehen kann. Ich werde eine Weile weg sein und da wollte ich dich bitten, dich so lange um Julia zu kümmern. Glaubst du im Ernst, ich helfe dir auch noch, damit du in Ruhe auf Betrügerton durch die Welt ziehen kannst? Nein, Barbara, ich... Also bitte, es wäre mir sehr lieb, wenn du hier nicht mehr auftauchen würdest. Wieso hast du schon zu? Es ist erst 5:30. Das Leben ist kurz, man muss es genießen. Willst du ein Stück Kuchen? Gottes Willen, nein. Hat Walter gebacken. Hast du schon gesehen? Was? Lies. Er hat sich gestellt. In Wirklichkeit heißt er Bernd Köhler. Hermann gefiel mir besser. Na und? Wen interessiert?
seine Frau. Bei den vielen Frauen, die er betrogen hat, kriegt er 5 Jahre. Mindestens. Da, das ist seine Tochter. Zum Aufruf kommt die Strafsache Köhler. Frau Berger? Barbara nennt sich. Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Es geht um Sebastian, Bernd Köhler. Ich hab so gelitten. Da ist er in der Arktis bei einer Expedition erfroren und liegt irgendwo da draußen. Vielleicht 1000 Jahre lang. Es war grausam. Und ich habe ihm die Expedition auch noch finanziert. Können Sie sich vorstellen, was ich für Schuldgefühle hatte? Natürlich. Unerträglich. Und dafür muss er bezahlen. Aber heißt das, Sie wären froh, wenn Sie ihm nie begegnet wären? Frau Berger. Na ja, die Zeit mit ihm war nicht schlecht. Ich meine, noch nie hat mich jemand so auf Händen getragen. Aber trotzdem, er hat mich um 20.000 Euro betrogen. Damit darf er nicht durchkommen. Es bleibt aber unter uns. Guten Tag, Frau Gradel. Mein Name ist Barbara Lenzig. Und ich hätte gerne etwas mit Ihnen besprochen. Ich habe 200 Angestellte, muss immer souverän und stark sein. Das schreckt die meisten Männer ab. Nicht Karl. Und das Verrückte ist, bei ihm kann man sich fallen lassen. Auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich dazugehöre. Wie die anderen mich angesehen haben. Sogar der Oberbürgermeister hat mir die Hand gegeben. Mir. Und alles wegen Wendelin. Der Ernst ist mir gleich aufgefallen, weil er so gute Manieren hat und so zarte Hände. Aber doch auch männlich. Wann der einen streichelt, dann... Frau Peter-Reit, es geht hier um Betrug. Nicht um... Ja, aber man muss doch verstehen, wie sowas hat passieren können, oder? Da ein Großteil der Zeuginnen ihre Anzeige zurückgezogen hat und das psychologische Gutachten von Frau Dr. Kramm, das uns vorliegt, eine Rückfallgefahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließt, bleibt das Vergehen der Urkundenfälschung und des Betruges in minderschwerem Fall. Der Angeklagte wird zu einer Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Dass ich aus dem Heim kann und bei dir wohne. Ja, natürlich, aber warum denn so plötzlich? Wenn all diese Frauen dir verzeihen können und dich sogar immer noch lieben, obwohl du sie abgezockt hast. Irgendwas an dir muss doch stimmen, oder? Glaube nicht, dass du so leicht davonkommst. Barbara! Du hast nichts als die Höchststrafe verdient. Du, ich weiß selber nicht, warum. Halt den Mund. Ab jetzt hast du lebenslänglich. Guck mal! Oh, Armer. Muss echt scheiße gewesen sein, so im Heim. Ja, aber vor allem, dass jedes Mal, wenn ich ein bisschen Geld hatte, irgendwelche Typen gekommen sind und es mir weggenommen haben. Das kann ich gar nicht leiden. Ja, vor allem, ich wollte eurer Mutter ein Geschenk kaufen. Als Einstein sozusagen. Aber ich bin total pleite. Ja, wir können dir gerne was leihen. Cool. Ja, genau. Habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe? Und davon küsse ich dich nochmal. Ich
lenke. Nein, ich lenke. Du? Du lenkst nicht. Klar lenke ich. Außerdem bin ich der bessere Fahrer. Und überhaupt, du